entschieden für Stadt Allendorf ein. Doch einen haben wir noch. Eckball, Nachspielzeit und da ist der Ball im Tor. Daniel Di Gregorio mit dem Siegtreffer für Homburg. Was für ein Jubel. Gemenge, Gewusel, Gestochere und Daniel Di Gregorio mit dem glücklichen, aber verdienten Treffer für die Homburger. Die Mannschaft lebt, sehr zur Freude von Panayotis Stamatopoulos, dem Interimstrainer des